jetzt kurz vor dem Ziel. Wie ist das Gefühl? Glücklich, also wirklich sehr, sehr glücklich. Heute war so die erste Etappe auch, wo mir bewusst wurde, dass es dem Ende zugeht. Also jetzt morgen, glaube ich, noch 15 Kilometer hier von Schwerte nach Dortmund und also erschöpft, aber glücklich, würde ich zusammenfassen. Gibt es dann ein paar kleine Tränen, wenn du das erste Mal ins Stadion siehst? Tränen, ja. Roger Federer ist der einzige Schweizer, der in der Öffentlichkeit weinen darf, glaube ich. Aber eventuell mache ich ihm morgen Konkurrenz, man weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Also, wenn ich das Ortsschild von Dortmund sehe, denke ich, wird schon ein emotionaler Moment, das sicher. Okay. Und jetzt so hinterher. Würdest du sagen, würdest du jederzeit wieder machen, oder? Also jetzt erstmal so 2-3 Jahre sicher nicht. Ich bereue es sicher nicht, aber es ist auch gut, wenn ich dann mal wieder Auto fahren kann und Fahrrad fahren kann. Da bin ich nicht böse, sagen wir es so. Härteste Moment der ganzen Strecke war am zweiten Tag, ganz ehrlich. Weil am ersten Tag bin ich erst um 12 Uhr mittags los, bin dann die ganzen, also ich sage jetzt mal 35 Kilometer gejoggt, also etwas schnelleres Tempo, habe da wohl etwas übermotiviert agiert und musste dann am zweiten Tag wirklich einfach zugeben, das war zu schnell und habe wirklich gelitten am zweiten Tag. Also da war ich nahe an der Aufgabe, glaube ich auch. Beim Zeitlast-Team und auch andere Medien haben ja schon Berichte darüber. Ja. Viel Unterstützung von vielen BVB-Fans. Enorm viel, ja. Jürgen Klopp, ja. Auch vom Team. Was sagst du dazu? Da bin ich, wer mich kennt, weiß, dass ich selten sprachlos bin, aber das war schon krass. Also da bin ich wirklich überwältigt worden von den Reaktionen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Dortmund, von Leuten, die einfach wirklich geschrieben haben, sie fiebern jeden Tag mit, wie es mir geht, was ich mache, was ich erlebe, ob ich das durchhalte. Das ist schon krass zu wissen, dass da unterdessen, ich habe erfahren, wir sind jetzt bei über 2000 gefällt mir auf Facebook, dass da 2000 Leute sich interessieren für irgendjemanden, der da aus der Schweiz nach Dortmund läuft und mitfiebern. Also wirklich auch hochemotionale SMS und Postings, die ich gekriegt habe, die mich ja auch in den dunkelsten Stunden dann weitergetragen haben. Das darf ich offen und ehrlich zugeben. Also das hilft schon. Und an dieser Stelle einfach ein riesen Dankeschön an alle. Also auch an Patrick und Sebastian für die netten Worte bei Zeigler, an den Jürgen Klopp fürs Ticket und an all diese Leute, die in irgendeiner Form an mich gedacht haben und mich unterstützt haben. Es hat geholfen und vielen herzlichen Dank dafür. Ja. Dann unterstützt ja noch ein Projekt, weil das kann ich nicht. Richtig, ich möchte etwas aufmerksam machen auf das Projekt Dunited. Das ist eine Homepage, ein Startup von Kollegen von mir, die das gestartet haben. Da geht es eigentlich wie bei meiner Wette darum, dass man auch mal Worten Taten folgen lassen kann. Also jeder von uns kennt das, jeder hat schon mal gesagt, ja, ich würde eigentlich auch gerne mal was Gutes tun, finde aber keine Zeit dafür, habe nicht genügend Geld, um da irgendwie soziale Projekte zu unterstützen. Dunited hat einen Ansatz, dass es bei den kleinen Dingen anfängt. Also das heißt, sie schlagen dir jeden Tag eine gute Tat vor, die du befolgen kannst. Du kannst aber auch selber Vorschläge hochladen. Ich mache jetzt ein Beispiel. Heute bin ich 10 Kilometer gegangen und habe jeden Abfall, den ich gesehen habe, habe ich mitgenommen. Damit habe ich etwas für die Umwelt getan. Das sind Vorschläge, die man posten kann. Dann können das 10 andere Leute auch wieder tun. Und das sind dann kleine Sachen, die dann, wenn es genug Leute machen, natürlich einen riesen Impact haben auf die Welt und so helfen, ja, dass wir da noch ein bisschen länger davon profitieren können, was wir hier haben. Morgen geht es dann ins Stadion. Ich hoffe doch, ja. Nein, also danach heißt es zuerst einmal irgendwie so viele Emotionen wie möglich aufsaugen im Stadion selber. Ich war letztes Jahr bei der Meisterfeier dabei und weiß, was es heißt, da zu sein. Von daher werde ich mir sicher Zeit lassen im Stadion selber. Und nachher wäre, glaube ich, jegliche Planung überflüssig. Also das heißt, ich werde im Stadion sein, danach sicher mal zum alten Markt gehen und mal schauen, was die Kumpels eventuell noch geplant haben, ob wir irgendwo noch meinen Geburtstag ein bisschen feiern in einem Club oder so. Aber jegliche Planung besteht nicht. Besteht nicht. Dann der große Augenblick Sonntagmorgen, du musst nicht laufen.
Habe ich Angst vor schon fast. Also, ich weiß nicht, was das bedeutet, ob da mein Körper nicht irgendwie gar nicht weiß, was Sache ist, aber ich freue mich drauf, mal aufzustehen, auszuschlafen und zu wissen, ich muss nicht laufen, ja.